Hier, hinter jeder Ecke erwarte ich die untoten Jünger des Propheten. Und das Gemeine ist natürlich auch, da hilft mir kein Gift, ne? Wer nicht sterben kann, kann auch nicht vergiftet werden. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia, greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Er hat das Land der Rus durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht, wie erhofft, vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich wohl gerne unsterblich wäre. Wie sieht's bei euch aus? Wenn es diese Quelle gäbe, würdet ihr unsterblich sein wollen? Also nehmen wir mal an, es handelt sich nur um Einzelschicksale, weil klar, ich meine, wenn alle unsterblich wären, dann will man natürlich selber auch unsterblich sein, sonst kann man nicht mithalten. Aber nehmen wir mal an, eine gute Fee klopft morgen bei euch an die Tür und sagt, Unsterblichkeit, ja oder nein. Was sagen wir denn dann? Tun wir uns das an? So für immer? Oder nicht? Also ich so persönlich muss ja sagen, ich hätte da total Bock drauf. Wenn man der einzige Mensch wäre, der unendlich lebt, oder es nur ein paar gäbe, dann verliert man zwar alles, was man liebt, in regelmäßigen Abständen, aber man könnte auch so viel Gutes tun. Man könnte irgendwie die Erde retten und sowas. Den Welthunger beenden. Alle Menschen besser machen. Zumindest glaube ich das. Interessante Sprache. Soll ich da jetzt rüberspringen oder was? Okay. Was war denn das noch für eine Sprache? Ach, Russisch. Klar. Was er wohl sagt, ne? Vielleicht bestellt er in einem Restaurant, keiner weiß das. Oh nein, nein! Nein! Oh Gott, Albtraum. Kennt ihr die Geschichte von dem einen Typ, der sich eine Hand absägen musste, weil er in einem Gletscher steckte? Oder war es ein Fuß? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe meinen Controller zerquetscht. wieso macht ihr denn sowas mit mir? Pilze? Nö, irgendwas anderes. Dabei, dabei.
Das ist auch gar nicht. Das ist eine andere Sprache. Ich weiß nicht mal, wohin du springen willst, liebe Lara. Da hoch? Ach so, da hoch. Verstehe. Kamera will halt auch nicht so richtig mitmachen. Deswegen krabbel ich jetzt hier mal bis ans... Oh. Bis ans bittere Ende, wollte ich sagen. Und jetzt? Wo will sie denn hin? Kamera ist mehr als eingeschränkt. Das ist der ganze Radius. Keine Ahnung, wo sie hin will. Da hoch? Boah, so auf Eis, ey. Oh Gott, mir wird ganz schlecht. Ist doch nicht dein Ernst jetzt, Lara, hier. Oh. Huch, das ist ja toll. Guck mal. Krass. Na gut. Banzai! Hopp! Hm, ich weiß nicht. Okay, ich werde mal speichern. Weiter geht's. Ja, ist klar. Hier so, da so rüber. Soll ich irgendwas tun? Ich soll was tun. Was ist das denn für eine Optik? Ich sehe nichts. Oh Gott. Es sind so viele. Das ist aber mal geil gemacht, oder? Ich kann mich nicht drehen, ich kann nichts sehen. Wir hängen am seidenen Faden. Keine Ahnung, wo wir ankommen. Da erzählt dein Soldaten aber ganz schön viel. Vielleicht ist es ein Rezept Gulasch. Oh, wir sind voll. Na dann. Mist. Wow. Wie der glitzert. Ich weiß, er ist mein Feind, aber guck doch mal, wie er glitzert. Voll schön. Krass. Ja, und jetzt hängen wir hier. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Ah!
Sonst geht's aber. Ja, ich habe mir so etwas gedacht. Deswegen habe ich nicht gequiekt, so wie... Ja, ich gebe auch zu, das war ein bisschen witzig. Huch. Was ist denn mit dem los? Wieso ist denn der... Wieso, was ist... Hä? Wo sind denn die Leichen? Es werden ja wohl kaum die Unsterblichen gewesen sein. Die können ja nicht sterben. Oder wie? Was bewirft mich denn da? Huch! Ey, die schleichen sich an und ich stehe hier und guck. Wieder nur so ein Haufen Asche. Seht ihr? Verstehe ich nicht. Nö, ich bleib jetzt hier. Hier ist es sicher. Stirbst du auch, oder?
Oh nein. Oh nein. Was? Nein, geht weg, haut ab. Was? Wieso? Warum laufst du denn nicht weg? Für ein komisches Zeug. Und dieses coole blaue Feuer. Das ist schon echt geil. Interessanter Ort entdeckt, sagt das Spiel. Als wüsste es, was ich interessant finde. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Okay, interessanter Sprecher. Nein, ich muss immer hinhören, weil ich das natürlich beruflich mache und irgendwie es immer super spannend finde. Also sprechen und singen und so. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesch vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Tja, wer zögert, stirbt, ne? Ziemlich merkwürdig. Es weist skythische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Was denn? Ist doch hübsch. Sieht halt aus wie eine Flunder in einem orientalischen Kostüm. Die Bauch... Einbruch. Finden Sie einen Weg in die verlorene Stadt, Kitesch. Ja. Wie? Das sieht aus wie eine spaßige Rutsche. Hui! Und vorbei! Also ich hatte Spaß. Ich weiß nicht, wie Lara das sieht.
Nochmal. Hui. Wieder vorbei. Mist. Todesröchler am Ende. Fies. Nochmal. Hui. Mama, was mache ich denn falsch? Soll ich nicht springen? Hm. Ihr könnt euch ruhig einen Kaffee holen. Ich glaube, das dauert noch. Hui. Und hepp. Aber geh doch. Oh. Wir sind zu schwer. Oh Gott, sehr eklig. Aber cool gemacht. Sehr cool gemacht. Leben und Tod Pack erhalten. Okay. Pilze. Lara, Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Boah. Es ist echt cool. Keine Pilze. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wahnsinn. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Lara, welches Tor? Ach, das Tor. Verstehe. Ich gehe mal speichern. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kiteshs sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Oh Gott, das ist ja grauenvoll. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Hä? Ach so. Vor denen am Ziel zu sein. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Okay.
Genau, ausschalten und einmal noch kurz zum Klingen bringen. Da sind Unsterbliche. Ach ja. Nicht gut. Was ist das? Shit, sie schießen auf mich. Toll. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Nein! Ich lebe noch. Damit dieses Tor zerstören. Womit? Welches Tor zerstören? Mein Tor? Mit dem Ding? Verstehe. Sagt mal... Na ja, gut. Ich habe nur noch 2 Pfeile. So. Sagt mal, wo muss ich eigentlich hin? Ach, da. Ich überlege, ob ich mal eben speichere. Weil es kann ja noch schlimmer werden, was ich hier mache. Dahin muss ich. Sagt es so einer. So, ich speichere mal eben hier schnell in aller Ruhe und dann hole ich euch genau hier wieder ab. Bis gleich.